Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin gerade absolut nicht begeistert. Mir ist so mit einer der Worst oder eins der Worst Case Szenarien passiert. Ich habe gerade den erneuten Getriebeölwechsel gemacht, weil ein neues Getriebe drin ist und ich nach 1000 bis 2000 Kilometern das Getriebeöl wechseln musste. Das habe ich jetzt gemacht und dabei wollte ich auch nochmal die Kupplung komplett entlüften, da der erste Gang manchmal so ein bisschen hakte, wollte ich einfach nochmal sicherer gehen. Habe ein neues Entlüftungsgerät und so weiter dafür. Obere Nippel gar kein Problem, unterer Nippel geöffnet, kommt Flüssigkeit raus, super, wollte ich wieder zudrehen. Und auf einmal ging es sehr leicht. Also den Nippel wieder reinzudrehen ging sehr, sehr leicht. Und es wurde immer leichter. Immer mehr Bremsflüssigkeit kam raus. Habe ich drunter geguckt. Das Gewinde um den Entlüftungsnippel ist komplett aufgebrochen. Es ist eigentlich quasi so ein hohler Zylinder und es ist halt einfach weggebrochen. Immerhin ist das Gewinde jetzt nicht am Getriebegehäuse oder sonst was, sondern nur am Ausdrücklager bzw. Nehmerzylinder von der Kupplung. Problem ist aber, um dieses blöde Teil zu wechseln, muss das Getriebe raus. Also kann ich genau das gleiche nochmal machen, was ich vor ein paar Wochen erst gemacht habe. Getriebe komplett ausbauen, da das eh alles beim Synchro sehr eng und schwierig ist, ist es wahrscheinlich leichter und schneller, den Motor mit rauszunehmen. Ich könnte einfach nur kotzen, ich habe gar keinen Bock. Heute ist Sonntag. Ich wollte einfach nur mal eben auf den Sonntag schnell Getriebeöl wechseln und so weiter, das macht keinen Krach. Und Mittwoch Nachmittag, also in 3 Tagen, wollten wir losfahren aufs Busbastler Basecamp. Mit dem. Das wird jetzt ein Haufen Arbeit. Das neue Ausrücklager kriege ich wahrscheinlich im örtlichen Ersatzteilehändler. Den muss ich morgen früh anrufen, sobald er aufmacht. Heute ist ja Sonntag. Und ja, die Vorbereitungen dafür dahin sind dann jetzt wohl Motor und Getriebe ausbauen. Ich weiß auch noch nicht, wie viel davon ich jetzt zeigen werde oder wie ich es im Video zeigen werde, weil eigentlich habt ihr genau die gleiche Arbeit ja gerade erst gesehen. Jetzt könnte man natürlich behaupten, ja selber schuld, ich habe das Ausrücklager ja quasi das alte wieder verbaut, aber es war erst 2 Jahre alt, hat 20.000 Kilometer drauf gehabt, also nicht viel. Eigentlich halten die Dinger ja, sollte man meinen, eine Weile. Die Frage ist jetzt, warum da diese Ermüdungsentscheidung gekommen ist vom Gewinde. Also jetzt habe ich es definitiv nicht fest angezogen. Also gelöst habe ich es einmal ganz kurz mit der Ratsche. Ich gehe da auch nicht mit dem Schlagschrauber dran. Und dann habe ich den Rest halt von Hand mit der Verlängerung gedreht. Und beim Festziehen natürlich auch von Hand. Also vor allem hätte ich einfach gesagt, ich entlüfte die Kupplung jetzt nicht. Alles gut. Gut, dann ist natürlich die Frage, ob das Gewinde sonst irgendwann während der Fahrt nachgegeben hätte oder so. Alles möglich. Irgendeine Ermüdungserscheinung ist das ja. Immerhin hier, immerhin in der Werkstatt. Ich habe gar keinen Bock. Ich habe keinen Bock. Ich könnte einfach nur kotzen gerade. Wenn es wenigstens ne, das kleine Getriebe und so weiter wäre, wäre der Zylinder von oben wechselbar, ist eine Sache von einer halben Stunde. Da wäre ich so, ja gut, passiert. Aber hier, ich habe jetzt auch kurz überlegt, versuchen nur das Getriebe auszubauen ohne Motor, aber das ist viel aufwendiger, weil ich ja den Motor die ganze Zeit abstützen muss. Und dann im Liegen unterm Bus das Ganze zu machen, nee danke, ich weiß ja, dass es ausgebaut schon schwierig genug ist.
So, ich glaube, ich habe alles gelöst. Servoleitungen sind offen. Die Befestigung ist ab von der Servoleitung. Schaltgestänge ist weg. Auspuff ist weg. Kupplungsleitung ist weg. Antriebswellen sind locker. Kühlerschläuche sind alle locker. Dieselleitung ist ab. Kabel sind alle ab. Unterdruckleitungen. Und. Ich glaube, jetzt geht's los. So, hier ist das Kackteil, was kaputt ist. Hier unten liegen zwei Gewindereste. Und hier ist es abgebrochen. Jetzt bin ich quasi auf der Zielgeraden, was den Abbau angeht. Nur noch die beiden 6-Kant-Schrauben, 9er Nuss. Ja, ich denke, man kann es so halbwegs erkennen. Da, Kompressflüssigkeit raus. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also, ich habe nicht wirklich viel Kraft benutzt. Beziehungsweise, es ist ja eigentlich erst beim Reinschrauben passiert. Beim Rausdrehen war alles gut. Und beim Wieder-Reindrehen nicht. Und ich habe nur die Ratsche benutzt zum Rausdrehen, keinen Schlagschrauber. Beim Reindrehen nur die bloße Hand. So, ich habe das neue Ersatzteil geholt vom Teilehändler um die Ecke. Problem war aber, es hat einen Tag gedauert, bis dieses Teil ankam, weil laut Aussage vom Verkäufer der T4 inzwischen so alt ist, dass nicht mehr alle Teile so nah gelagert sind und es halt einfach mal auch einen Tag dauert, was ja in sich auch immer noch recht schnell ist. Aber das heißt jetzt halt, wir haben schon Dienstagmittag, 13:30 Uhr, ich habe extra früh Feierabend gemacht und jetzt gucken wir mal. Das neue Lager hier einbauen. Getriebe wieder ran an den Motor, Motor wieder rein. Und den ganzen Rest wieder zusammenbauen. Für den Ausbau habe ich 5 Stunden gebraucht. Ich setze mir jetzt mal 6 Stunden als Ziel für den Einbau. Mal gucken. Wenn ich den Motor auf Anhieb reinbekomme und auch beim Getriebe nicht so lange brauche, dann ist das recht realistisch, sofern nichts schief geht. Wenn jetzt noch irgendwas schief geht und irgendwas Wichtiges kaputt geht, wird es spannend.
Jetzt ist es passiert. Hier ist was abgebrannt. Fuck! So, nach ungefähr 4 Stunden Arbeitszeit bin ich echt richtig gut vorangekommen. Ich bin schon fast fertig, es fehlt noch ein bisschen was an der Front. Ein paar Stecker noch und dann habe ich's. Wenn nicht das passiert, ne? Der Kühler hat noch so einen kleinen Rücklaufanschluss. Und ja, den habe ich abgebrochen. Ich habe auch extra hier ist noch so ein kleines T-Stück für die Kühlerleitung. Das habe ich extra nicht getrennt, weil ich das schon öfters bei Schlachtern abgebrochen habe und Angst hatte, dass ich es abbreche. Ich meine, ja, jetzt habe ich das kleine Ding im Kühler abgebrochen. Scheiße. Man könnte versuchen, es irgendwie zu kleben, irgendwas zu pfuschen. Ich habe noch Kühler von der kurzen Front, könnte man auch versuchen. Aber ich habe gerade Luca angerufen, der hat zufällig noch einen Kühler für die lange Front rumfliegen, den gebrauchten. Den bringt er gleich vorbei, weil er eh auf dem Weg ist. Und dann schmeißen wir den hier rein. Und wenn das nicht funktioniert, dann pushe ich irgendwas zusammen, dass ich zumindest los kann, weil ich muss es nicht versuchen, einen neuen Kühler jetzt bis morgen Mittag zu kriegen. Das wird nichts. Und wenn, dann wird es schweineteuer. Hab da so ein Ding. Oh. Direkt reißt hier die Schraube ab. Der könnte. Gut, ich muss nur noch eine neue Schraube finden. Das ist ja kein Thema. Die Schraube ist ja im Kühler drin. Aber irgendwie sieht er anders aus, oder? Du hast da drüben noch einen. Ah, ne, das ist Ladeluftkühler. Das ist der Ladeluftkühler. Stimmt. Also, das sieht richtig aus. Genau da den Dings. Ja. Gucken, ob der. Ja, theoretisch. Ist. Also, gekauft habe ich es damals, wie ich die Lüftung für machen. Also müsste es ja rein theoretisch. Ja, weil die von der kurzen Front, die ich habe, die sehen anders aus. Mhm. Dann würde es ja rein theoretisch passen. Top. Das kann sein. Ich meine, rein theoretisch müsste was sonst. So, auch abgebrochen. So, habt ihr das jetzt eine schon mal rausgegangen? Nein. Mhm, sehr gut. Abgebrochen. Sehr gut. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich einen riesen Vorrat hatte. Ja. Ich hatte auch mal einen. Ja. Ja, die Servo wird an deinen Ladeluftkühler geschraubt, oder? Und der Ladeluftkühler wird dann. Aber der Ladeluftkühler hatte ja 4 Schrauben. Genau die hier. Warte mal. Warte mal. So, wir haben jetzt hier das kleine Anschlussstück geklebt mit so 2K-Kleber, der schnell aushärtet. Beziehungsweise, naja, die komplette Festigkeit kriegt er erst nach 12 Stunden. Ist ein bisschen doof, das heißt, ich kann erst morgen früh den Kühler wirklich einbauen. Solange baue ich ihn noch nicht ein, weil ich sonst Sorge habe, wenn ich einen Schlauch drauf stecke, dass wieder was passiert. Nutze dann auch immer ein bisschen WD-40 Ballistol oder irgendwas, was ich gerade finde, dass der Schlauch besser raufrutscht. Ja, das Ganze ist auch jetzt nur wirklich ein Provisorium, um halt die 200 Kilometer in Schwarzwald zu kommen und zurück. Ich habe einen neuen Kühler schon bestellt. Das Problem ist nämlich, ich weiß jetzt nicht, ob wir das großartig gefilmt hatten, der Luca hatte ja noch einen gebrauchten Kühler für den langen Vorderwagen beim T4, aber ohne den großen Ladeluftkühler. Und das sind komplett verschiedene Kühler. Also die Plastikteile sind unterschiedlich, die sind einfach nicht kompatibel. Wenn ich den vom den anderen Kühler einbauen würde, könnte ich den Ladeluftkühler nicht mehr einbauen, damit kann ich ja nicht fahren. Ja, deswegen jetzt hier so geklebt. Das nächste Problem ist, der Kühler hängt am Ladeluftkühler mit 4 Schrauben. Die sind bei mir alle abgerissen, die sind alle hier im Kühler abgerissen. Ich werde die auch nicht ausbauen, weil es sind Metallschrauben und Plastik, da mache ich nur irgendwas kaputt. Das heißt, ich werde morgen gucken, ob ich den irgendwie mit Spanngurten oder ähnlichem fixieren kann. Also wirklich gepfuscht, notgelöst, wie auch immer, dass der da irgendwie drin hält. Wenn hier Lamellen abknicken, ist es wurscht, weil der neue ist ja bestellt, der kommt dann irgendwann in den nächsten Tagen. Ich hätte jetzt auch im Autoteilladen keinen Kühler mehr auf die Schnelle gekriegt und selbst wenn, wäre der richtig teuer gewesen, denke ich. Und wenn das nicht dicht hält, das werde ich morgen bei der ersten Probefahrt sehen. Dann habe ich hier noch einen neuen Kühler von der kurzen Front. Ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Der passt auch eigentlich nicht zum Ladeluftkühler dazu. Aber den kann ich sonst auch mit Spanngurten irgendwie fixieren und halt meine Kühlerlüfter weglassen. Die brauche ich jetzt nicht. Es ist kalt genug draußen. Dann würde ich halt auch zumindest hin und zurück kommen. Ja. Also Plan A, Plan B. Plan C wäre auf dem Anhänger hinziehen. Gut.
So, gucken wir mal. Ich habe es jetzt mit einem Spanngurt gemacht. Das Schöne ist, die abgebrochenen Schrauben, die gucken noch zu einem Millimeter raus aus dem Kühler. Das heißt, dieser Millimeter sitzt erstmal in den Löchern, sodass der Kühler, solange er herangedrückt ist, nicht verrücken kann. Ja. Schauen wir mal. Das lange Ende muss ich natürlich sichern. Ich hab den einen Schlauch vergessen. Oh Gott. So, der erste Test scheint soweit okay zu sein. Ich meine, warm ist er noch lange nicht. Das heißt, er hat auch nicht so richtig Druck auf dem Kühlsystem. Aber im Stand warm laufen lassen ist schwierig. Und ich mache ihn jetzt lieber aus, wenn ich ihn weiter zusammenschraube. Nicht, dass mir irgendeine Schraube in irgendeinem Riemen fliegt oder ich aus Versehen an irgendeinen Riemen rankomme. Das wäre ungünstig. Und dann muss ich danach eine Probefahrt machen. Für den Anfang traue ich mich noch nicht so weit weg. Also vielleicht fahre ich nur um den Block die ganze Zeit. Damit, falls der Kühler platzt, oder beziehungsweise ne, dieser kleine Schlauch, der Heimweg nicht so weit ist. Und ich da im Zweifel noch heimkomme. So, zusammengebaut ist er ja komplett. Kühlwasser, jetzt hat noch nicht alles drin. Aber dafür muss ich ihn jetzt erstmal ein bisschen fahren. Ich räume jetzt hier alles frei, fahre ihn raus, fahre erstmal ein, zwei Runden oder so, guck dann, leg mir den Kühlwasserstand an, füll weiter auf, fahre dann immer weiter, bis auch mal wirklich, bis die Nadel auf jeden Fall bei 90 Grad steht. Klar, sie steht ein bisschen früher bei 90 Grad, aber ja, mal schauen. Bevor ich losfahre, einmal ganz kurz Fehler auslesen, sicher gehen, dass da jetzt nichts ist. Also kann ja immer passieren beim Umbau, dass da noch irgendein Stecker vergessen wurde oder irgendein Fehler erzeugt wurde. Null Fehlercodes. Hier klötert im Kühlschrank. Diese Stelle hier ist eng. Der ist langsam der LKW, das ist gut. So, erster Zwischenstand sieht soweit gut aus. Ich bin eine kleine Runde gefahren, jetzt wieder angekommen. Es sah soweit dicht aus. Es ist zumindest, sind zumindest keine großen Wassermassen rausgekommen. Kühlwasserpegel war leicht unter Min, aber sobald ich den Deckel aufdrehe, steigt er wieder hoch, weil dann der Druck weg ist. Und jetzt ist er wieder bei Max. Es ist noch nicht alles drin, das weiß ich, aber ich nehme halt einfach Kühlwasser dann mit nachher. Die Nadel stand jetzt gerade senkrecht, aber ich fahre jetzt auf jeden Fall noch eine Runde. Einfach um sicher zu gehen, dass er auch wirklich warm ist und. Aber jetzt bin ich halbwegs zuversichtlich. So. Ich habe vorhin dann auch noch eine zweite Probefahrt gemacht, nochmal genau die gleiche Route und da war er dann definitiv auf jeden Fall sehr warm. Der große Kühlkreislauf hat geöffnet, das hat man gemerkt, weil auf einmal ging schlagartig die Kühlwasserfüllstandsanzeigenlampe da an und der gesamte Behälter war leer, habe ich da nachgekippt. Dann bin ich wieder zurückgefahren, ging die Lampe wieder an, dann habe ich nochmal anderthalb Liter reingekippt. Ich glaube, ich habe ihn dann sogar noch eine Weile im Stand laufen lassen, dann blieb es gleich. Also ich denke, das war wirklich einfach nur die letzte Luft, die sich so verteilt hat, hoffe ich. Ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass es aus dem geklebten Stück rauskam, das Wasser.
Ja, mal schauen. In einer halben Stunde oder so fahren wir los mit 3 Bussen. Ja, ich habe einen neuen Kühler für die kurze Front mit dabei, ganz viel Werkzeug, einen Eimer fürs Kühlwasser, zumindest ein 5-Liter-Kanister destilliertes Wasser, falls irgendwie großartig was verloren geht. Ansonsten habe ich ja noch den Frischwassertank im Bus, da kommt da halt nochmal alles rein. Ja, die Hoffnung ist, dass das Geklebte hält. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das gar kein Problem ist und wir einfach durchfahren ohne Problem. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nach 20 Kilometern abfliegt und wir einen Kühler tauschen müssen. Ich habe auch Arbeitskleidung dabei, ja. Also, ich nehme euch auf jeden Fall mit zum Basecamp. Und dann, ja, wenn ihr hier dieses Video seht, am Sonntag ist der letzte Tag vom Basecamp. Dann machen wir uns auf den Rückweg am Sonntag oder Montag. Und ja, den neuen Kühler baue ich dann irgendwann ein, sobald er da ist. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht weiter interessant fürs Video. Beziehungsweise ich kann das Video jetzt nicht so lange hinauszögern. Weil durch diese ganze Geschichte hier mit dem Motor, Ein- und Ausbau, habe ich alle anderen Videos, die so geplant waren, nicht fertig gekriegt. Ja, aber ich denke, das ist auch ganz interessant, mal so die spontanen Probleme zu sehen. So, ja, willkommen hier vom kalten Basecamp, aber anhand dessen, dass ich das hier gerade aufnehme, seht ihr ja, dass wir immerhin angekommen sind. Es ging relativ gut. Einmal haben wir auf dem Standstreifen auf der Autobahn angehalten, weil auf einmal die Lampe anging. Und dann habe ich lieber direkt angehalten, weil entweder war die Möglichkeit, dass einfach nur der Kühlwasserstand ein bisschen zu niedrig ist oder dass in dem Moment der Schlauch abgerissen ist und alles Wasser rausläuft. Und in dem Fall wollte ich natürlich nicht möglichst weit fahren. Hat sich rausgestellt, es war einfach nur ein bisschen unter Min, wieder vollgefüllt, fertig. Ich glaube eine Stunde später auf dem Parkplatz Pinkelpause gemacht und dann nochmal geguckt, dann war der Stand wieder recht niedrig. Also wieder ein bisschen was nachgekippt. Anhand dessen, wie viel ich insgesamt nachgekippt habe, würde ich sagen, das Kühlsystem ist nicht dicht. Wahrscheinlich ist halt die Klebestelle nicht dicht, aber sie ist dicht genug, um heimzukommen. Ich habe vielleicht, wenn überhaupt, einen Liter nachgekippt, jetzt bin ich wieder auf Minimum. Und vor Abreise werde ich es auf jeden Fall wieder vollfüllen und dann halt mal alle 50 bis 100 Kilometer kontrollieren oder so. Genau. Aber da wir hier angekommen sind, heil, bin ich zuversichtlich, dass wir es auch nach Hause schaffen. Und dann zu Hause irgendwann in den nächsten Tagen werde ich dann den Kühler austauschen. Ja, so viel also zur ganzen Synchro-Thematik hier, wo ich einfach nur die Kupplung anlüften wollte und nur das Getriebeöl wechseln wollte. Man, habe ich auch beides jetzt gemacht, aber gut. Ja, an dieser Stelle werde ich das Video jetzt hier beenden, dass ich es jetzt eben nochmal schnell fertig schneiden kann und es auf jeden Fall rechtzeitig online sein wird. Und dann gucke ich mal, dass ich für nächste Woche wieder ein normales Video schaffe. Entweder geht es um den Audi, wenn ich es bis zum TÜV schaffe, oder irgendwo am Haus geht es weiter. Schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video hier gefallen hat. Wenn das war, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das oder wie interessant ihr das so fandet, mit dieser ganzen Thematik da einfach bei zu sein. Weil ich meine, klar, die Arbeiten vom Motorausbau, die habt ihr jetzt letztens schon mehrfach gesehen an beiden Bussen. Da konnte ich jetzt nicht so viel Neues zeigen. Aber ich denke mal, die Probleme, die wir so hatten, waren doch hoffentlich ganz interessant. Und hoffentlich habe ich es auch geschafft, alles entsprechend rüberzubringen, dass ihr verstehen konntet, was oder woran es hier so gescheitert ist. Ja, ansonsten, wenn ihr natürlich nicht verpassen wollt, wie es mit dem Synchro, dem Haus oder den ganzen anderen Projekten weitergeht, dann würde ich sagen, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, und tschüss.